Herr Wolf, jetzt hat Ihr Label ja einen unglaublichen Preis gewonnen, und zwar den German Brand Award. Wie bekommt man denn so eine Auszeichnung? Wir sind einfach aufgefallen damit, dass wir einfach eine gute Markenarbeit gemacht haben. Und so sind wir nominiert worden, wir haben uns beworben und damit haben wir einfach dann es geschafft, in die Endauswahl zu kommen und sind dann zu den besten Marken Deutschlands gewählt worden. Was zeichnet denn Ihr Unternehmen aus? Was ist das Besondere? Das Besondere ist auf der einen Seite unser Material und natürlich auch die Schmuckstücke, die wir machen. Wir versuchen immer eine positive, symbolische Bedeutung einfach mit reinzubringen. Denn es gibt nur wenig, was so stark auf die Persönlichkeit der Trägerin zurückstrahlt wie ein schönes Schmuckstück. Was ist denn das Besondere in Ihrer Kollektion in 2017? Also wir haben mehrere Highlights, aber ein ganz besonderes ist unsere florale Kollektion, die sehr stark auch aus der Hand meiner Frau kommt, die mit mir zusammen die Kollektion entwickelt, leidenschaftliche Gärtnerin ist. Und da haben wir gemeinsam einfach in der Blütenkollektion gearbeitet. Und wir haben hier zum Beispiel das Collier Lailana und den passenden Armreif. Also für mich ein perfektes Schmuckstück für Frühjahr, Sommer. Jetzt sind Blüten ja nicht nur im Fashion-Bereich momentan absolut hip, sondern eben jetzt auch hier im Schmucksortiment. Sie kombinieren jetzt hier Goldvarianten mit Silberschmuck bzw. mit Diamanten, Zirkoniasteinen. Was haben wir denn hier jetzt genau an Material? Also in diesem Fall haben wir hier Silber mit einer Goldplattierung in Premium-Qualität. Also wenn Sie sehen, da ist jetzt eine ganz besondere Struktur drauf. Das ist matt, gebürstet, wird alles von Hand gemacht. Und wir haben hier praktisch eine reine Goldplattierung, 24 Karat. Und es gibt einen enorm warmen, sonnigen Farbton. Und dafür steht unsere Marke auch. Seit 30 Jahren arbeiten wir mit dieser Oberflächenstruktur, die wir dann immer wieder jedes Jahr neu inszenieren. Ich sehe, hier glitzert und funkelt es. Was sind denn das hier für Steine? Das sind kleine Zirkoniasteine, also ganz mini, 0,7, 0,8 mm werden mit Mikroskop gefasst, die einfach einen ganz schönen Rahmen bilden, die jetzt nicht zu laut sind, aber die doch, wenn man es trägt, immer wieder ein schönes Glitzern bringen. So, ne? Wir fertigen alles auf Wunsch auch in Diamant, aber es sind in diesem Fall Zirkoniasteine, weil für uns ist auch sehr wichtig, dass der Schmuck erschwinglich ist. Ja. Wir haben Ohrstecker, die sind unter 100 Euro im VK. So ein großes Collier liegt jetzt bei 498, ein paar Manschettenknöpfe bei 148. So, ne? Wie sieht denn jetzt die Frau aus, die ihre Kollektion trägt? Natürlich schön, weil sie einfach tolle Schmuckstücke trägt. Aber von der Altersgruppe haben wir eigentlich alle Altersgruppen. Von jungen Frauen mit 20 über Frauen 30, 40 und manchmal ist auch deine Mutter 50, 60 in jeder Altersgruppe. Ja, manchmal in unseren Geschäften Familien aus drei Generationen, die bei uns einkaufen und alle entdecken ihr neues Lieblingsschmuckstück. Darf ich es mal anziehen? Sehr gerne. Ja, sieht wirklich toll aus. Funkelt ganz schön. Ist Bicolor jetzt ein Thema in der aktuellen Saison? Weil man sieht es immer häufiger, dass Gold kombiniert wird mit hellen Steinen. Genau, also Bicolor ist schon immer ein Thema und wir haben, wie Sie schon richtig gesagt haben, auch hier so einen Touch von Bicolor, weil die Steine glitzern natürlich weiß, das ist schon fast wie Silber, also ist es ein sehr starkes Thema. Jetzt haben Sie auch noch von anderen Highlights gesprochen, nicht nur von dem floralen Design. Was ist denn noch eines Ihrer absoluten Specials in der Kollektion 2017? Also wir haben auf der einen Seite jetzt im geometrischen Bereich eine quadratische Struktur, so wie wir es jetzt hier sehen. So. Unsere Kollektion steht auch für eine Geradlinigkeit. So. Das ist überhaupt deutsches Schmuckdesign, sehr stark, auch weltweit bekannt dafür, dass einfach geometrische Formen interpretiert werden. Hier habe ich versucht, einfach eine quadratische Form etwas femininer zu interpretieren, indem ich die Kanten abgerundet habe. Und da haben wir praktisch einfach ein weiteres